Braunschweig Impuls trifft Dana Tholen. Hi Dana. Hallo. Schön, dass du Zeit hast, an diesem Interview teilzunehmen. Geht's dir gut? Ja, mir geht's sehr gut. Ich glaube, wir haben uns das beste Wetter ausgesucht, was es gibt. Du hast tatsächlich Glück. Heute Morgen war es ein bisschen kälter. Ja, und jetzt bin ich auch froh, dass die Sonne scheint. Ja, schön hier. Dana, ich will dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir wollen ja auch nicht verheimlichen. Wir sind uns auf dem Campus zu meiner Studienzeit das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen. Ja. Aber so richtig kennen tun wir uns ja nicht. Das stimmt. Wie lange bist du schon in Braunschweig und aus welcher Stadt bist du hergezogen? Ursprünglich komme ich aus der Nähe von Oldenburg, Ammerland. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manche kennen das, ist aber eher so ländlich. Genau, ich bin für Studium hierher gezogen und wohne jetzt ziemlich zentral. Ist gar nicht Innenstadt, würde ich sagen. Ja. Wie lange bist du schon in Braunschweig? 2015 war das, wo ich hergezogen bin. Okay. Ja, so lange studiere ich schon. Du bist ja jetzt kurz vorm Master, richtig? Ich bin im Master, genau. Kurz vorm Abschluss. Ja, vorm Abschluss. Ich habe es falsch ausgedrückt, genau. Ja. Was studierst du? Ich studiere Sozialwissenschaften. Okay. Auch im Master? Genau, ja. Nee, und vorher waren es ja integrierte Sozialwissenschaften. Ja, gut. Aber mittlerweile haben die dieses Integrierte da auch abgeschafft. Das hat nicht so die Bedeutung gehabt. Aber der Master ist auch nur Sozialwissenschaften, das stimmt. Oh, okay. Und wie würdest du dich beschreiben? Was machst du so in deiner Freizeit und für was engagierst du dich? Ich weiß ja, dass du eine sehr aktive Studentin warst oder bist. Ja. ja, ich war lange im Master. Insofern also bin ich schon politisch sehr interessiert. Also es kommt ja auch mit meinem Studium. Ich habe ja auch den Schwerpunkt Politikwissenschaft und ja, interessiere mich für viele politische Vorgänge. Und ja, das ist halt meine Freizeit, lese ich dementsprechend auch gerne viel. Aber ansonsten bin ich gern auch in meinem Garten. Ich habe seit kurzem einen Schrebergarten. Alleine? Mit Freunden zusammen machen okay. wir das. Ja. Genau, das ist auch so ein Hobby von mir. Ist das Thema, ich frage, weil das so naheliegend ist, wenn man Schrebergarten hört, das Nachhaltigkeitsthema im Freundeskreis auch eins, worüber ihr sprecht? Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was mir auch sehr wichtig ist. Klar versuchen wir dann auch im Garten so ein bisschen drauf zu achten, dass man schaut, dass das irgendwie auch für die Artenvielfalt gut ist. Ja, und das ist generell, würde ich sagen, schon ja auch ein sehr wichtiges Thema, was viel diskutiert wird. Also, ja. Und hast du das Gefühl, dass du in deinem Freundeskreis oft auf dem, oder dass ihr oft auf einem gemeinsamen Nenner seid, oder gibt es große Meinungsunterschiede? Nee, also das ist ja, also ich meine, es gibt ja wenige Menschen, die wirklich so konkret gegen Nachhaltigkeit sind. Es ist nur die Frage, wie man es halt umsetzt. Ne? Genau. Also es gibt ja immer so viele, die dann sehr auf darauf setzen, ihr Konsumverhalten zu ändern. Andere finden es halt eher schwierig, also weil man ja auch sehr die Verantwortung dann auf das Individuum abwälzt und dass man vielleicht eher strukturell schauen muss, was man machen kann, also dass da von der Politik Vorgaben gemacht werden müssen. Das sind eher so dann die Streitpunkte, wie man es konkret umsetzt. Ja, und ich meine, wir haben uns ja heute hier getroffen, weil das Thema hochwertige Bildung ein Ziel ist von den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. Das stimmt, ja. Gibt es noch andere Nachhaltigkeitsthemen, die dich bewegen, wofür du dich schon immer interessiert hast? Ja, also man kann ja gar nicht so einzelne Themen hervorheben, weil also sind ja nicht ohne Grund so ausgewählt worden, dass sie zusammenpassen. Ich persönlich, für mich ist natürlich Bildung sehr wichtig, weil ich mich da halt auch für engagiere. Aber man kann, glaube ich, das nicht isoliert betrachten. Ich glaube, viele Ziele bedingen auch einander. Also gerade Bildung ist eben halt auch ein Thema, was Voraussetzung ist für viele andere, um erst die Möglichkeit zu haben, andere Ziele zu erlangen, muss man ja erst das Wissen haben und
Kenntnisse über bestimmte Zusammenhänge. Und von daher würde ich das schon auch als ein sehr grundlegendes Ziel betrachten. Okay, also wenn ich das jetzt mal zusammenfassen darf, für mich Bildung als Grundlage für Nachhaltigkeit. Ja, also als eine Grundlage, ich will es gar nicht so absolut sagen. Also ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema mit sehr vielen Dimensionen auch. Deswegen ist es halt auch ja von diesen Zielen so ausdifferenziert. Da ist ja zum Beispiel auch ein Ziel Armutsbekämpfung oder Gesundheitsförderung oder lebenswerte Städte. Das würde man vielleicht gar nicht so im ersten Gedanken bei Nachhaltigkeit einordnen. Aber ich glaube, der Gedanke ist schon dahinter, dass man das alles zusammendenken muss. Weil ja, wenn ein Ziel verwirklicht ist, das kann man nicht alleine verwirklichen. Also man braucht beispielsweise gute Schulbildung, um sich überhaupt erst im Klaren zu werden über viele Zusammenhänge, wie man nachhaltiger leben kann oder eben auch um sich sein Leben so einrichten zu können, um einer Arbeit nachzugehen zu können, die man vielleicht gerne nachgehen möchte und dementsprechend ja, denke ich, ist es schon gut, dass man das so als Konsortium konzipiert hat. Ja, meine Formulierung hat sich vielleicht absolut angehört, aber ich glaube, ich habe es auch genauso verstanden, wie du es gerade beschrieben hast. Jetzt hast du gesagt, dass du dich für Bildung ja auch stark einsetzt. Kannst du konkret beschreiben, wie? Naja, also wie gesagt, war ich lange in der Hochschulpolitik. Was macht man denn da? Wie können wir uns das als... Also ich war ja nie in der Hochschulpolitik, deswegen würde ich mich freuen, wenn du das mal so ein bisschen skizzieren könntest. Ja, also ich denke, also... Ja, also es gibt super viele verschiedene Bereiche, wo man sich da einbringen kann. Aber so mein Ziel war halt vor allem eben auch, wie das im Sinne dieser Nachhaltigkeitsziele gedacht ist, dass dieses Bildungssystem, was wir haben, so eingerichtet werden sollte, dass jeder dieses Recht auf Bildung verwirklichen kann. Und da sehe ich halt derzeit noch einige Schranken, die es gibt. Und ja, beispielsweise, wenn man sich anschaut, wie finanziert man sein Studium. Da gibt es halt einige Hürden, wie zum Beispiel, dass einige, wenn man das Glück hat, dann kann man das vielleicht aus Rücklagen finanzieren oder von Eltern. Andere sind darauf angewiesen, neben dem Studium arbeiten zu gehen. Andere bekommen vielleicht BAföG. Und da sieht man schon ganz viele verschiedene Ausgangsvoraussetzungen, ja, die Studierenden haben und die halt eben auch beeinträchtigt, wie viele Möglichkeiten sie haben, um das Studium zu bewältigen. Und das wäre halt so ein Beispiel, wofür ich mich eingesetzt habe. Ja. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Ist es, ich frage ganz naiv, ist es nicht so, dass BAföG gerade diese Ungleichheiten sozusagen ausbügelt, weil dann Kinder aus Familien, die vielleicht diese finanziellen Rücklagen nicht haben, trotzdem durch BAföG eben finanziert ein Studium aufnehmen können? Ja, genau. Also so war das ja auch ursprünglich gedacht. Also das ist das Ziel davon, dass eben ja, Studierende, die keine Rücklagen haben, dadurch auch die Möglichkeit haben. Aber wenn man sich das anschaut, ist es leider so, wie es gerade ausgestaltet ist und so, wie es sich auch entwickelt hat. Also es war ja mal ein Vollzuschuss. Mittlerweile muss man ja die Hälfte wieder zurückzahlen, was halt gerade Studierende oder angehende Studierende aus nicht so reichen Haushalten zurückstrecken lässt. Warum? Weil man dann die Befürchtung hat, dass man dann verschuldet gleich... Ja, genau. Man startet ja verschuldet ins Arbeitsleben. Ja. Und wenn man nicht die Sicherheit hat, wenn man nicht weiß, so im Notfall kann ein Verwandter oder eine Verwandte einspringen, dann ist das eine ganz andere Überlegung. Und auch, wie es ausgestaltet ist, ist ja eigentlich also sehr bürokratisch und man muss da sehr viel nachweisen. Man, auch sobald man über die Regelstudienzeit hat, ist, bekommt man es dann auch nicht mehr. Und da sind ganz viele Hürden drin, die halt
verhindern, dass halt viele das noch bekommen. Also mittlerweile sind wir nur noch bei 11%. 11% von was? 11% der Studierenden, die halt noch BAföG bekommen. Früher war es mal fast die Hälfte der Studierenden. Also das ist schon leider sehr nischig geworden. Das ist eigentlich schade. Okay, also du siehst dort eine Ungleichheit, weil du das Gefühl hast, BAföG ist jetzt nicht tatsächlich das Mittel, was alle Ungleichheiten aufhebt. Es könnte ein Mittel sein, also ein sehr gutes Mittel. In der Form, wie du es jetzt beschrieben hast. Genau. Das ist schon auf jeden Fall ein Faktor. Aber man muss sich ja auch vor Augen führen, dass es noch ganz viele andere Mechanismen gibt, die es halt schwierig machen. Kannst du noch ein, zwei nennen? Ja, also man muss sich ja auch vor Augen führen, dass das Hochschulsystem baut ja auf das Schulsystem auf. Das heißt, schon vorher werden Leute aussortiert. Also wenn man, wenn es um die Hochschulzugangsberechtigung geht, also in der Schule gibt es ja auch wieder viele Schwierigkeiten. Das ist auch Finanzen eine Dimension. Aber auch, wenn man halt nicht den kulturellen Hintergrund hat. Also es wird ja sehr viel darauf auch aufgebaut. Also beispielsweise, dass gerade aktuell Homeschooling muss man mit seinen Kindern machen oder halt andersrum mit seinen Eltern. Wenn die Eltern gar nicht die Voraussetzungen haben, selber das Wissen haben oder selber nicht diese Ausbildung genossen haben, vielleicht auch gar nicht die Deutschkenntnisse haben, dann ist man natürlich sehr viel schlechter gestellt als jemand, der die Möglichkeit hat, da sich mit seinen Verwandten oder seinem Umfeld auch drüber auszutauschen und vielleicht, wenn man was nicht versteht, nochmal ein bisschen Nachhilfe zu kriegen. Und da werden halt eben auch schon Ungleichheiten produziert, die dann halt im Hochschulsystem auch so ankommen. Okay, also dann verstehe ich dich jetzt, glaube ich, doch nochmal anders. Es geht gar nicht in erster Linie darum, dass, weil zur Schule gehen kostet ja erstmal kein Geld. Und das kann ja dann keine Ungleichheit produzieren, außer ich habe da jetzt einen Denkfehler. Aber die Voraussetzung in der Familie, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, das ist natürlich was anderes, wenn die Eltern selbst einen Bildungsstandard haben, der hilfreich ist, den Kindern zum Beispiel bei den Hausaufgaben zu helfen. Ja, Eben, wenn man das nicht machen kann und so weiter. Okay, das verstehe ich, das habe ich verstanden. Aber also ich würde schon sagen, natürlich, es kostet Schule jetzt nicht Geld wie Studieren. Ja. Aber es gibt trotzdem sehr viele Faktoren, die Geld kosten. Also wenn ich daran denke, wie viel Geld man für Schulbücher ausgeben muss, und auch solche Zusatzangebote, die ja teilweise schon so selbstverständlich gesehen werden, also dass man Nachhilfe kriegt nach der Schule, was dann auch privat angeboten wird meistens. Oder sowas wie musikalische Bildung oder Sprachenbildung, die dann außerhalb der Schule stattfindet. Da haben natürlich Kinder aus Haushalten, die leisten können, können da viel besser gefördert werden, als wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat. Was wäre denn aus deiner Sicht eine Lösung? Also sowas, ich war auf einer EGS, da hatte ich eine Ganztagsbetreuung und auch ganz viele Angebote in der Mittagsfreizeit. Wäre sowas eine Lösung oder muss es noch größer gedacht werden? Ja, also ich glaube, es gibt ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen muss. Also BAföG ist ja zum Beispiel ja nicht nur auch für Studierende, sondern auch für Schüler und Schülerinnen möglich, das zu beantragen. Also da könnte eben eine BAföG-Reform ja auch anknüpfen. Ja. Insgesamt, dass es halt auch SchülerInnen oder halt Studierende leichter die Möglichkeit haben, weniger bürokratisch und mit weniger Nachweispflichten etc. Die finanziellen Mittel zu beantragen und halt die Möglichkeit zu haben, eben auch darauf zurückzukommen. Erlaube mir noch mal einen Themensprung, Dana. Ja, gerne. Es gibt ja den Braunschweig Impulse Report. Da hast du sicherlich auch reingeschaut. Ja. Gab es da etwas, was dir ins Auge gestochen ist? Also es waren super viele interessante Infos über Braunschweig, die ich noch gar nicht so präsent hatte. Also
Nenn mal ein Beispiel. Was mir jetzt im Kopf hängen geblieben ist, war, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, dass halt wirklich die Hälfte der, also nein, ich glaube es waren 70.000 Haushalte, sind wirklich Alleinstehende. Und im Vergleich dazu nur 17.000 Familien oder so. Ich dachte immer so, ja, vielleicht Studierende wohnen noch alleine, aber anscheinend ist ein ziemlich großer Teil der Person, die wirklich alleine wohnt. Also ungefähr die Hälfte war das, glaube ich. Ja. Okay. Ja. Das hat jetzt nicht, gut, das muss jetzt nicht unbedingt was mit Bildung zu tun haben, was ins Auge gestochen ist. Nee. Ich habe auch so ein, zwei Punkte gehabt, die ich so noch nicht präsent hatte. Aber um auf das Thema Bildung zurückzukommen, jetzt erlaube mir auch noch mal eine große Frage zu stellen. Die klingt sehr groß, die kannst du aber gerne auf zum Beispiel Braunschweig oder auf deine Erfahrung runterbrechen. Okay. Welches Ziel hat denn Bildung deiner Meinung nach? Ja, also das ist auch eine sehr spannende Frage, weil ich habe das Gefühl, das wird häufig sehr falsch verstanden. Dass Bildung quasi nur als Ausbildung aufgefasst wird, quasi, also dass das Bildungssystem quasi dazu da ist, um die neuen Arbeitskräfte zu produzieren, die dann in die Firmen gehen und den Standort Deutschland bereichern. Und das ist halt so ein sehr funktionales Verständnis. Und mein Verständnis wäre mehr, also das ist nicht so zweckorientiert, sondern schon es ist auch etwas Emanzipatorisches. Also Bildung ist ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, der Schlüssel zu vielen, um überhaupt eine Teilhabe zu haben, um in der Gesellschaft zu partizipieren, um Zusammenhänge verstehen zu können und auch kritisch vieles beleuchten zu können. Mhm. Und da finde ich, das ist auch etwas, was im Bildungssystem vielleicht noch stärker gefördert werden sollte, dass man nicht nur sich wirklich quantitativ Wissen und Fakten aneignet, sondern dass man lernt, Dinge zu reflektieren, kritisch zu beleuchten. Ja. Und ja, das würde ich mir auch wünschen. Ja. Dass das also du hast so jetzt den persönlichen Vergleich, kannst du ja nicht ziehen, weil du 2015 gesagt hast, war dein Studienbeginn. Mhm. Aber meinst du, der Bologna-Prozess, also diese Aufteilung in Bachelor-Master, hat das dieses Funktionale auch nochmal verstärkt? Ja, also das war ja auch schon sehr explizit eigentlich die Intention dahinter. Offiziell wird ja gesagt, die Intention war, das Ganze so ein bisschen zu vereinheitlichen. Genau, ja. Und die Zugangsmöglichkeiten europaweit leichter zu machen. Das stimmt, ja, das war auch so der Hauptaufhänger, aber halt eben auch, das System ist dadurch ja auch sehr verschult worden durch diese Modularisierung. Man hat sehr viel weniger Freiheiten, man hat auch permanent diesen Druck, Leistungen zu erbringen. Es wird sehr viel gemessen, also man hat ja die ganze Zeit Prüfungen, die halt auch in die Abschlussnote eingehen. Und das war ja vorher noch nicht so. Da hatte man, würde ich sagen, ohne das jetzt persönlich in der Biografie beurteilen zu können, schon die Möglichkeit, ein bisschen mehr nach links und rechts zu schauen, auch überhaupt sich erstmal bewusst zu machen, in welche Richtung möchte ich gehen, wofür interessiere ich mich. Worauf möchte ich mal reinschnuppern? Und hier, also in dem aktuellen System ist ja schon sehr klar, es gibt eine Regelstudienzeit, in der Zeit musst du fertig werden, du musst so und so viel Leistung dieses Semester erbringen. Okay. Und das merke ich auch im Umfeld und bei mir persönlich sehr, dass man halt diesen Druck sehr verinnerlicht und dann immer schon sehr schnell abwägt, sagt, okay, ich muss jetzt so und so viel CP dieses Semester machen. Also, dass man sich schon sehr bewusst macht, kann ich mir noch leisten, noch ein Semester zu machen? Auch mit BAföG bekomme ich das denn noch? Oder
wie viel kann ich jetzt noch überhaupt nebenbei machen? Kann ich mich überhaupt noch engagieren irgendwo oder irgendwo reinschnuppern? Ja, dann kommt oder, ja noch hinzu, wie kommt es beim potenziellen Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin an, dass ich nicht in der Regelstudienzeit fertig geworden bin, sondern drei Semester länger, wirklich dann faul oder... Genau, also es ist, wird schon alles sehr so einer Verwertungslogik unterzogen, sehr alles... auf Zahlen runtergebrochen. Ich habe so und so lange gebraucht, so viel CP habe ich gemacht und nicht mehr dieses freie sich Wissen aneignen, ohne konkretes Ziel dahinter zu haben. Das ist dabei leider etwas verloren gegangen. Ja, lass uns nochmal in Anbetracht der Zeit auf deine persönlichen Erfahrungen hier in Braunschweig zu sprechen kommen. Wir haben ja im Vorfeld des Interviews festgestellt, das ist, beziehungsweise ich habe es festgestellt, du wusstest das ja, dass es jetzt Studentinnen und Studenten gibt, die im dritten Semester sind und noch nie eine Uni von innen gesehen haben. Ja, das stimmt. Das ist sehr traurig. Finde ich immer noch total crazy. Ja. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Also kannst du, du hast ja den Vergleich, du hast ja auch schon studiert vor Corona, kannst du denn Inhalte immer noch so abrufen? Ist es von der Infrastruktur überhaupt gegeben, dass du dein Studium so in Anspruch nehmen kannst, wie du es vor Corona getan hast? Ja, es ist natürlich sehr schwierig. Es ist nicht dasselbe. Also ich würde sagen, von den Inhalten und also wie die DozentInnen das machen, so ist es schon echt toll. Also da habe ich auch echt gedacht, wow, da ist echt, manche sind da echt über sich hinausgewachsen, was sie so bereitstellen. Und ganz innovative Lehrkonzepte auf einmal, die man gar nicht für möglich gehalten hat. Aber trotzdem fehlt natürlich was. Also gerade der persönliche Austausch, auch man lernt sich ja gar nicht kennen. Ne? Wenn du, wie du sagst, man ist im dritten Semester und man kennt seine KommilitonInnen gar nicht. Also weil man die noch nie persönlich gesehen hat. Also das mag ich mir auch gar nicht vorstellen. Auch wenn es bei mir persönlich, ich sehe die ja auch nur digital und jedes Semester, verabredet man sich dann, ja, und bald treffen wir uns dann mal persönlich und bisher ist es noch nicht und dazu keiner gekommen. Keiner weiß, wann, was bald bedeutet. Ja, ja, genau. Muss ich mir das dann wie ein Fernstudium vorstellen? Ja, es ist faktisch ein Fernstudium. Also ich habe nie fernstudiert, deswegen weiß ich nicht, aber ich könnte auch irgendwie zu Hause bei meinen Eltern sein und dieses Studium genauso machen, ja. Und es ist ja nicht schlecht, man lernt ja trotzdem was und es geht gerade halt auch einfach nicht anders in dieser Situation, aber trotzdem... Funktioniert es denn? Also ist es so, dass du sagst, die Angebote können digital abgebildet werden? Ja, also man muss dann natürlich auch wieder differenzieren, so welche Ressourcen man hat. Da ist halt wieder genau die Ungleichheit, über die wir gesprochen haben, werden da ja noch mehr verstärkt. Weil manche haben gar nicht irgendwie eine gute Verbindung oder... diese Materialien mit Laptops und so weiter, die dann einfach bedingungslos vorausgesetzt werden. Mhm. So, da kann ich sagen, also bei mir funktioniert es aktuell recht gut. Also ich kann da gut mitkommen. Für andere ist es aber wiederum total schwierig, weil sie sich nicht so gut konzentrieren können, ohne diese persönliche Ebene, den ganzen Tag auf einem Bildschirm zu schauen. Das ist auch didaktisch schwierig so. Ich denke, es wird alles getan so. Das wäre meine nächste Frage. Hast du das Gefühl, dass die TU Braunschweig da wirklich gut unterwegs ist? Also, dass sie sich bemühen, will ich Ihnen jetzt mal unterstellen im positiven Sinne. Aber gibt es da noch Bereiche, wo du sagst, da muss die TU unbedingt noch aufholen und verbessern? Ja, also ich würde, wie gesagt, ich denke, das ist eine unglaubliche Herausforderung für viele Dozierende auch und das finde ich wirklich toll, was da in kurzer Zeit auch bereitgestellt wurde. Was jetzt die Organisation angeht, ist da sicherlich noch Verbesserungsbedarf, gerade so von der zentralen Ebene, wie Prüfungen organisiert werden, wie da gab es sehr viel Verwirrung wegen Präsenzübungen oder doch nicht. Gab es da eine Lernkurve aus deiner Sicht in den drei Semestern? Oh Gott. Weil am Anfang, das ist ja eine Situation gewesen, die für alle neu war. Ja. Und ist ja klar, also ich kann mir vorstellen, dass auf höchster Ebene am Anfang natürlich auch viele Fragezeichen noch ungeklärt waren, aber jetzt sind es ja schon fast anderthalb Jahre.
Ja, gut. Mal sehen, was die nächste Prüfungsphase bringt. Es ist ja auch schwierig, in so einem Kontext zu agieren, wo halt immer Unklarheiten da sind. Man weiß ja auch nicht, wie die Inzidenzen sich entwickeln. Da muss man umdisponieren. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass man jetzt sich genau auf die Lage schon 1,5 Jahre vorbereiten kann. Und ich glaube auch, dass da wirklich die Verantwortlichen auch tun, was sie können. Aber ich, wie gesagt, denke, dass es von der Organisation her, von der Kommunikation her vielleicht noch optimiert werden könnte. Da gab es teilweise Verwirrung, weil nicht klar kommuniziert wurde, wie ist es, sieht es denn jetzt aus? Wie werden die Prüfungen jetzt geschrieben? Worauf müssen wir uns einstellen? Und wie sind die Voraussetzungen denn überhaupt, wenn wir jetzt eine Online-Klausur machen? Brauche ich dafür irgendeine Software oder ein iPad? Oder das ist dann halt, muss sehr viel dann auch durch Nachfragen geklärt werden. Und unabhängig von den Pandemiebedingungen, gibt es etwas, was du dir speziell für Braunschweig, also für die Uni, wünschen würdest? Also egal was, auf welcher Ebene. Also jetzt ganz allgemein, ich glaube, also ich bin ja Sozialwissenschaftlerin, ja, und studiere an einer technischen Uni, und da habe ich das Gefühl, das wird insgesamt, also sind die Geistes- und Sozialwissenschaften leider wenig präsent. Man ist ja auch räumlich ein bisschen getrennt, dadurch, dass wir am Nordcampus sind. Und da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht ein bisschen mehr diese Fächerkulturen auch mehr Berücksichtigung finden bei der allgemeinen Hochschulpolitik. Ja. Okay, wir sind jetzt schon bei der letzten Frage, und die lautet: Es gibt ja bestimmt etwas in deinem Leben, von dem du weißt, dass es nicht besonders nachhaltig ist, und du kannst trotzdem nicht darauf verzichten oder möchtest nicht darauf verzichten. Hättest du da ein Beispiel für uns? Ja, da gibt es, glaube ich, viele Dinge. Also vorweg, also nur wie gesagt, ist es, glaube ich, schwierig, das so auf die individuelle Ebene runterzubrechen. Also ich glaube nicht, weil ich jetzt so gerne Schokolade mache, und das ist wahrscheinlich wirklich mein Guilty Pleasure, worauf ich nicht verzichten kann. Das ist, glaube ich, nicht die Frage, um die es letztendlich geht, sondern dass man halt wirklich schaut, wie kann man systemisch was ändern. Aber ja, es gibt sicherlich viele Aspekte. Aber bevor die Politik auf ganz großer Ebene was ändert, könnte man ja bei sich trotzdem gucken, worauf man eventuell verzichten kann. Und ich kann ja mal ein Beispiel von mir nennen. Also ich trinke morgens einfach gerne Kaffee. Ja. Das ist einfach so. Und kann da schlecht drauf verzichten. So eine Kleinigkeit vielleicht. Gibt es da ein Beispiel von deiner Seite? Ja, also ich bin kein Kaffeetrinker, aber wie gesagt, ich esse sehr gern Schokolade. Schokolade, okay. Akzeptiert. Dana, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, mir auch, ja. Vielen Dank für die Einladung.